Herzlich willkommen zu Puzzleteilen XXL. Komm her! Ach toll, in den Strahl darf man also auch nicht mehr reinrennen. Ich weiche aus und es bringt nichts. Es bringt nichts. Wieder zwei Riesenpenisse, aber nichts. Hä? Ach, da bin ich. Oh, drei! Das kann dauern. Oh, das lief besser als gedacht. Da lang. Oder ich sehe schon. Ich glaube, ich kann ihre Zelle sehen. Ich sehe es da unten schon. Komm, ich spare mir mal die Lichtkristalle auf. Oh yeah. Morgen! Ich dachte, du wolltest meinen Neffen retten. Und jetzt sitzt du selbst hier fest. Ja, tja. Es lief nicht alles so ganz nach Plan. Danke fürs Rausholen. Wofür danken Sie ihm denn? Ich habe die Arbeit gemacht. Mac, du lebst noch! Wollen Sie etwa schon gehen, Doktor? Ach, bleibt hier. Bin gleich zurück. Verzeihung, dass ich vorhin weg musste. Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Na klar. Da hinten läuft sie. Roboter! Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Das hier hätte ihm gefallen. Au! Du Haufen Abführmittel. Ich baue dich zum Toaster um. Hä, was? Ich bin gesprungen, Alter. Ah, ich lasse mich nochmal umbringen. Es bringt gar nichts. So, nochmal. Verzeihung, dass ich vorhin weg musste. Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Noch mehr Roboter. Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Du bist eine schlechte Waschmaschine. Gott war der. Oh Mann! Das tut sicher weh. Deine Mutter tut weh. Boah, die ist mit diesen elenden Schutzschilden. Mal Ruhe jetzt. Bleib doch ein bisschen. Es war reizend, den Doktor zu Gast zu haben. Deine Mutter! Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Ja, okay, die dauernd muss das auch nicht sein, Lady. Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Das hier hätte ihm gefallen. Deine Brüste gefallen ihm auch, Mädchen. Ich hab so Lust, das Gamepad durch den Monitor zu werfen. Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Oh, Gamepad. Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Ich hasse das, ey. Diese KI, die ist zu heftig einfach. Hat das wehgetan? Nein. Sehr gut. Ich muss morgen eh zum TÜV. Ich glaube, man muss echt einfach den richtigen Moment abwarten, sonst bringt das absolut Bleib gar nichts. Ein Komm her, Fetti! Reizend, den Doktor zu Gast zu haben. Na komm! Relikte? Aufhalten.
ausschalten. Ich baue dich zum Toaster. Ach Mann. Also ich, das kreide ich richtig an dem Spiel an. Hä? Ausschalten. So, ich warte jetzt, bis das verkohlt ist. So ein Mist, ich sag's euch. Vernichtet, nein. Nein. Irgendwann kriege ich dich. Diese Frau. Ich weiß. Hey, warum kommt ihr nicht zu mir nach Monteverde für ein paar Tage? Ich würde euch gerne eine Idee präsentieren. Hä, wo hat ihr das Flugzeug her? Sieht aus wie St. Martin. Lucas scheint die Entführung ja gut weggesteckt zu haben. Echt tough. Hast du erfahren können, was Victor eigentlich genau wollte? Oh ja. Den Schlüssel zu dieser Tür. Hinter der ein gigantischer Schatz ruht. Riesenrelikte, die in Größe und Macht alles bisherige um das Hundertfache übertreffen. Wer immer diese Tür öffnet, könnte alles tun. Ein goldenes Zeitalter einläuten, die Welt regieren. Aber die Tür ist zu und der Schlüssel ist fort. Diese Tür? Ja. Die kenne ich. Besser gesagt, ich kenne ein Bild davon. Erinnerst du dich an meine Solo-Expedition quer durch die ganzen Ödlande? Nein. Tja, in einem der Tempel, die ich fand, war ein Wandbild. Bedeckte die ganze Mauer. Und in der Mitte davon war genau dieses Muster. Was war denn auf dem Wandbild? Das weiß ich nicht mehr. Aber wir können dorthin gehen und nachsehen. Wir müssen uns aber zuerst gut vorbereiten. Es sei denn, du willst deine Kletterpartie auf eine 1000-Fuß-Klippe. Ich weiß, wie wir ihre Basis finden. Wie? Wir müssen ihnen etwas unterjubeln, was ihren Standort verrät. Kommt mit rein und helft mir. Mac, du schaffst uns etwas Platz. Kapitel 7. Die Verteidigung. Au. Ich weiß schon, was er fort... Der Gute. Das war einfach so eine Art trojanisches Pferd. Hui, neue Bomben. Wow, darauf habe ich schon so lange gewartet. Nigger. Au. Oh, come on. Folgen habe ich denn überhaupt? 1, 2, 3, 4. Das ist gerade die fünfte. Dauert also noch. Dann ist das die vorletzte jetzt.
Weil ich nehme ja immer 7 Folgen am Stück auf. Ich glaube, man braucht echt einfach nur Geduld. Und putt. Endlich mal wieder ein bisschen Farbe. Das hat mir ein bisschen gefehlt, um ehrlich zu sein. Hey, Flughafen. Hier sind bestimmt irgendwo Relikte. Schneller. Kiste 1. Ah, Special. Yay. Plop. Yeah, ein Rasierer. Was ist das denn? Ernteerteil. Neckern Sonnenstände von besiegten Gegnern sammeln. Geil. Ich hoffe, dass wir die Teile bald finden. Vielleicht sollte ich auch mal langsamer machen und nicht so durchrushen. Vielleicht finden wir dann auch mehr. Ah, alles zerstören. DHL. Alles für den DHL kaputt machen. Mein Paketkonkurrent ist kaputt. Wo regt er? Special. Oh, doch nicht. Hey, hierher. Oh, oh. Lauf! Hier lang? Ach ja, da war was. Relikte. Ich will wieder groß sein. Wow. Oh oh. Ich bin weg. Halt, Sonnensteine. Scheiß Zeitpunkt! Weg, weg, weg! Schneller! Lauf! Nigger, geh weg! Sonnenstein, Sonnenstein, Sonnenstein! Haha! Hier noch was? Nein? Gut. Relikte. Ja, 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 ja. Immer schön die Füße flach halten, Freund. Oh, Relikte. Oh, yeah. Astreindeck, sieh dir das an. Die Sender sehen aus wie Relikte, oder? Hm. Ja. Haben wir bald genug? Ich hoffe es. Los, verteilen wir ein paar davon in der Stadt. Lucas, bleib hier und bastle noch mehr. Nur so als Reserve. Wir sind direkt hinter dir, Nick. Gut. Schade. Dann folgt mir mal. Ihr seid nicht hinter mir übrigens. Pff.
Ist ja schlimmer als bei Al-Qaida, ey. Morgen. Tschüss. Oh, der hat durchgehalten. Au. Das ist sicher Gandahars Flotte. Wozu andere brandschatzen und plündern lassen, wenn man es selber tun kann? Ryder, was siehst du? Wollen die bleiben oder ziehen sie weiter? Das sieht ganz wie ein Blitzüberfall aus. Sie sammeln Relikte und Sonnensteine und ziehen dann weiter. Doc und ich verteilen jetzt die Sender. Ich hoffe, sie nehmen einen mit. Mac, versuch du bitte, meine Stadt zu beschützen. Geht klar. Das habe ich auf der Dingens gespielt. Jetzt nicht auf der Gamescom oder sowas. Das kenne ich. Das sind so Klebeteile, da bleibt man einfach kleben. Wie Uhu, Flüssigkleber. Ja, das kenne ich hier. Und zwar habe ich das, wo ich das erste Mal Neck ausprobiert habe, habe ich das, bei Saturn oder war das Mediamarkt? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls in einem Elektrofachgeschäft habe ich dieses Level hier bereits gespielt. Das heißt, ich kenne es schon ein wenig. Ja, die Autos konnte man nicht kaputt machen. Oh, Digga. Chill mal live. Ach ja, die Lampen. In den Lampen sind Sonnensteine. Da war noch... War da eine noch? Haben wir schon kaputt gemacht, aber hier sind trotzdem noch Leuchtsteine. Nehmen wir natürlich alles mit. Hier in der Stadt erreichen wir auch wieder eine unglaubliche Größe. Und die Folge hat auch schon eine unglaubliche Größe, daher mache ich mal einen Folgencut. Wir sehen uns morgen wieder.